Mit erhöhter Geschwindigkeit rast sein PKW in die Verkaufsfahrzeuge eines Autohauses. Es ist vermutlich die Folge eines illegalen Autorenns. Horst Hinz schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Wie es mir geht, also ich, wie gesagt, ich bin schockiert letztendlich über das Video. Ich bin tief erschüttert, wenn man sowas sieht letztendlich, dass man hier auf diese Straße da noch nichts unternommen hat, dass man da eine 50er-Zone oder einen Blitzer aufstellt. Das war nicht das erste Mal, das war nicht das letzte Mal und es wird immer wieder vorkommen letztendlich hier. Insgesamt 12 Fahrzeuge werden bei dem Unfall beschädigt. Der Unfallfahrer wird leicht verletzt. Marcel Hinz, Inhaber des Autohauses, war 15 Minuten vor dem Crash noch vor Ort. Ich bin sprachlos, konnte 2 Tage nicht schlafen deswegen und war auch froh, dass ich nicht vor Ort dabei war. Ja, traurig, einfach traurig. Ganz, ganz schlimm. Der mutmaßliche Unfallfahrer versucht augenscheinlich einen Passat in der Kurve zu überholen und bricht dann aus. Jetzt sucht die Polizei nach dem Passatfahrer als Zeugen und ermittelt wegen eines möglichen illegalen Autorenns. Ja, wenn man das in ein Verhältnis setzt, wenn man sich die entstandenen Schäden anschaut, ist es verwunderlich, dass nur der 43-jährige Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Aufgrund des Schadensbildes hätte es auch in der Situation ganz anders ausgehen können. Sowohl für Unbeteiligte, eben die Zeugin, die entgegenkam, als auch für Fußgänger oder den 43-Jährigen selber. Horst Hinz hofft, dass die Versicherung schnell den Schaden übernimmt. Lässt sich nicht mehr vermeiden, sowas. Also wird wahrscheinlich irgendwann wieder passieren, wenn die jetzt hier nichts unternehmen letztendlich. Das ist einfach so. Wir haben ja nur die Möglichkeit, die Fahrzeuge hier hinzustellen.